Ein wunderschön. Herzlich willkommen zurück zu Fallout 4. Ja, wir stehen hier vor der Wasseraufbereitungsanlage und hier draußen konnten wir schon sehen und erleben, was uns vermutlich hier drin erwarten wird. Wir werden es mit Supermutanten zu tun haben. Da freue ich mich schon richtig tierisch tierisch drauf. Ja, wollen wir mal, ne? Ja. Du steckst in der Wand, Hund. Das wird wie eine Schleichmission werden. Schmutziges Wasser, das nehmen wir mal mit, das können wir verarbeiten. Kaffeetasse ist was zu sammeln, genauso wie Telefon. Da drüben ist nichts. Und wir sind wieder zu schwer. Oh nein. Hund. Komm mal her. Psst. So, wir verballern mal meinen Schrott. Haben wir noch irgendwas anderes? Die wir nicht anziehen können. Sieht aber seltsam aus, oder? Haben die bloß zwei Finger oder so? So. Memo. An alle Mitarbeiter, Medienveranstaltung Western Wellness. Zur Erinnerung, am Dienstag, dem 26.10. werden Mitglieder der lokalen und landesweiten Presse als Teil der Presseinitiative Western Wellness durch die Anlage geführt. Wir erwarten, dass unsere Mitarbeiter durchgehend höflich zuvorkommt und diskret sind. Sämtliche Fragen, besonders die zum Choleraausbruch, müssen an den nächsten Western-Pressesprecher weitergeleitet werden. Es werden Kartons mit Westenwasser, gemäß unseres Wahlspruchs, so schmeckt Perfektion, Copyright, an die Journalisten verteilt. Rechnen Sie am Mittwoch mit Doppelschichten, um die verloren gegangene Produktivität wieder wettzumachen. Oh, ist das fies. Büromaterial. Eine Schachtel, Wellness-Briefpapier, drei Kartons, Werbekugelschreiber, zwei Schachteln Visitenkarten, Mr. Aronson und Mr. Marx, 175 Liter Nut Island Trinkwasser. Ah. Wenn wir die finden, wäre es cool. Und eine Kiste Western Wasserkartons leer. Das ist ja scheiße. Okay. Weiter. Patrone, das ist gut. Schutzhelm. Brille mit schwarzem Gestell, geflickter Dreiteiler. Kartoffelchips, nom 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 nom. Patronen. Das ist sehr gut. Ordner brauchen wir jetzt nicht. Schmutziger Anzug. Inspektoren-Outfit. Ein Löscher. Ah. Ach ja, sehr gut. Putzmittel. Okay. Weiter. Vielleicht sollte ich mich aber kurz mal hier mit einem 150 ist zu viel, Süßkuchen 20...
Ja, da ist Rad drauf. Psycho-Buff. Nein. Rad. Mutterbeere. 50 ist zu viel. Mais. Leguan am Stiel. Einmal. Wie das schmeckt. Was haben wir denn? Huch. Was da alles drin liegt im Müll. Nehmen wir mit. Ein Fahrstuhl. Treppe nach oben. Halt. Ja, so. Jawohl. Cool. Genau. Ein Superkleber. Terpentin. Stimpex. Super. Großes Becherglas. Keine Ahnung. Aluminiumkanister. Mehr haben wir hier nicht. Schade. So, dann gucken wir erstmal hier unten weiter. Der fährt. Oh oh. Untere Ebene. Oh oh. Hauptsache, der Hund rennt jetzt nicht überall durch. Wow. Haben wir jetzt haufenweise Leute aufgescheucht? Nicht funktionstüchtig, richtig? Knopf. Doch. Des Geschäftsführers. Schauen wir mal, was er so hat. Das Memo wird wahrscheinlich das Memo sein, was er... Genau. Und das andere hier, Betriebsbudget. Im zweiten Quartal hat unsere Regionalabteilung meistens Rekordverluste verzeichnet. Hohe Betriebskosten und schwierige Vorgaben haben zu den mit schlechtesten Unternehmensbedingungen der letzten Jahre geführt. Wir benötigen dringend innovative Lösungen, wenn wir weiter Marktführer für öffentliche und städtische Versorgungseinrichtungen bleiben wollen. Die Geschäftsführung möchte hier mit Westen-Betriebsleiter Mr. Saul Aronson Lob für seine mutigen Experimente im Bereich des Abwasserrecyclings aussprechen. Wir sind uns sicher, dass die Risiken für die öffentliche Gesundheit minimal sind und dass die Einsparungen bei den Aufbereitungskosten erhebliche Auswirkungen auf unsere finanzielle Zukunft haben werden. Aha. Das hört sich ja erstmal gut an. Was leuchtet da? Was fliegt da? Hier, dieser Leuchtepunkt. Scheinbar nichts Schlimmes. Hallo Klo? Oh. Was es hier alles gibt? Fusionskern. Ah. Haben wir jetzt sicher 4 Fusionskerne? Munition, ne? Schön. Brennstoff haben wir auch. Da fehlt dann nur noch der Flammenwerfer wahrscheinlich. Eine Laborstation. Och. Was können wir denn herstellen? Heilung. Leuchtendes Blutpaket. Strahlungsresistenz. Stimpex. Antiseptum. Ein Blutpaket. Und erfrischendes Getränk entfernt alle Ratz und heilt alle Abhängigkeiten. Cool. Aber ich wäre für ein Stimpack, weil das Ding ist Mangelware. Und dann haben wir schon keine Möglichkeit mehr hier. Verwertbares hier nicht mehr. Haben wir hier noch irgendwas? Eine Pax-Spritze. Beruhigt das Ziel. Heilung. Wir können auch ein paar Drogen...
Die Frage ist, werden wir dann irgendwie abhängig? Bestimmt werden wir abhängig, ansonsten wären es ja keine Drohungen, aber in welcher Form? Ich habe das bisher in der Form noch gar nicht ausprobiert. Warum sollte ich eigentlich die Tür knacken, wenn ich übers Klo reinkomme? Versteht ihr? Seltsam. So, da geht's nochmal nach unten. Boah, mach nicht so einen Krach. Was haben wir hier? Ein Knopf. Geht's auch in einen anderen Bereich über? Dann werden wir das mal probieren hier. Speichern und... Ich habe keine Ahnung, was uns erwartet. Tafelmesser. Mist. Shit. Machen wir mal schnell. Können wir hier was machen? Turmsteuerung. Verbundene Einheiten geschützt bitte sein, gehen Sie stets auf das. Guck mal erstmal, wie es läuft. Knotenzustand, Status, Entfernung. Alles sauber. Offline-Fehler. Den haben wir, glaube ich, kaputt geschossen. Da sind nämlich einige. Und der andere da, der greift gerade an. Da wäre es schön, wenn man die umpolen könnte. Beschränkt. Für alle anderen Funktionen wenden Sie sich bitte an lizenzierten Techniker. Jegliche Manipulation. Bla 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 bla. Nichts. Schade, schade, schade. Das heißt, wir können es nur deaktivieren. Und damit haben wir natürlich die ganze Horde auch an der Backe, die gegebenenfalls hier unten rumläuft. Ja, ja, ja. So, wenn jetzt also hier irgendwelches Zeug rumläuft. Picket Fences. Ausgezeichnet. Du kannst jetzt Verandamöbel in Siedlungswerkstätten bauen. Ja. Ich kann, ja. Das ist schön. Verbranntes Lifestyle-Magazin. Patronen. Patronen brauchen wir. Immer, immer, immer. Da kommen wir nicht ran. Oder hat sich's ein Level eingemogelt? Nein, wir sind kurz davor. Dann könnten wir vielleicht die nächste Stufe von Dings. Na, ihr wisst schon, ne? Knacken, Schlösser und so. Leere Farbdose. Schön. Nicht quietschen, Hund. Macht mir ganz wuschig. Mikroskop, da ist Dings Optik drinne, die man zerlegen könnte, aber wir haben so wenig Platz zurzeit. Und wir sind voll. Hör mal her. Halt. Psst. Ich muss dir was geben, Hund. Was haben wir noch? Das ist nämlich nicht viel hier gerade. Die kann rüber. Die Planke. Von Raketenwerfern haben wir zwei. Und der hat ganz schönes Gewicht. Haben wir noch irgendwo zwei? Nein. Aber das passt schon mal wieder. Okay, weiter geht's. Die Maschinen arbeiten hier noch. Wie und womit auch immer. Und dann gehen wir mal in die nächste Ebene. Zur Not müssen wir hochrennen und das Ding aktivieren zum Feuern. So viel dazu. Oder müssen wir das hier
zumachen und erst dann geht's hier unten. Nö. Dann kommen wir hier nicht weiter. Dann gehen wir mal hier den Weg runter. Hier. Wasser. Viel Wasser. Guckt mal hier. Ganz viel Wasser. Gucken wir mal, Haarklammer. Könnten wir das vielleicht in Betrieb nehmen? Benutzen? Ich guck mal kurz, kleinen Moment. Aktiver Alarm. Es wurde Hochwasser in der Hauptkammer festgestellt. Schotttüren wurden verriegelt, um Schäden an der Anlage zu minimieren. Alarm. Keine Verbindung zu den Notfall-Hochwasserschutzpumpen möglich. Unter Umständen ist eine manuelle Bedienung erforderlich. Alarm. Die Hauptpumpe läuft aufgrund von Hochwasser mit verringerter Kapazität. Ich schaue mir erstmal kurz. Wurde mit 4 Notfall-Hochwasserschutzpumpen Mark IV ausgestattet. Diese vollautomatische Wasserabpumpvorrichtung sollte ihre Anlage auch in den kommenden Jahrzehnten sicher und trocken halten. Okay, wir haben jetzt 200 Jahre, ne? Im unwahrscheinlichen Fall einer starken Überflutung kann es bei Mark IV-Pumpen, die komplett unter Wasser gesetzt wurden, zu einem Ausfall kommen. Verwenden Sie die automatisierte Software auf diesem Terminal oder betätigen Sie die Pumpensteuerungsschalter in der Nähe der Pumpe. Aha. Verstopfung beseitigt und den normalen Betriebszustand der Pumpe wiederherstellt. Okay. Das heißt, das wäre dann das hier. Wow. Ach, du ahnst es nicht. Du ahnst es nicht. Die Tür ist zu, ne? Ja. Die bleibt doch zu. Ich guck mal kurz. Wir sitzen hinter einer Scheibe, richtig? Jawohl, ja. Wir sitzen hinter einer Scheibe. Ach Gottchen. Können wir noch irgendwas anderes tun? Wir können... Warte mal, wir können jetzt mal die Maschine hier nochmal... Systemdiagnose. Hauptenergie aus. 27% deaktiviert. Hauptpumpe aktiv. Fehler, Fehler, Fehler. Ach, nee. Wir müssen die anderen Pumpen starten, wie es aussieht. Okay. Die andere Tür, die wir vorhin gesehen haben, das wird dann die hier sein, ne? Warte mal, die gucken wir uns mal kurz an. Hallo, Hundi. Oder? Die ist ja jetzt hier frei. Können wir hier vielleicht... Bergbauhelm. Ja. Vorsicht ist gut. Okay, die sind hinter dem Schott hier. Na. Ist klar, dass jetzt lass den Hundi in Ruhe. Okay, einer weniger.
Der andere ist aber auch noch da. Wo hat er sich hingezogen? Es waren noch zwei. Es waren definitiv zwei. Da irgendwo. Da drüben ist er. Gut. Okay. Entdeckt, versteckt. Super. Weiter geht's. Die anderen Pumpen müssen wir aktivieren. Hiermit nicht. Was haben wir hier hinter? Ah, fast. Jawohl. Wie schön. Level up. Level up. Stimpack. Sehr gut. Was haben wir hier? Klebeband, Kleinkram. Den wir alles benötigen, mehr oder weniger, aber viel ist hier nicht. Schade. Schade, schade, schade. Ah, hier hätte uns auch noch eine Maschinerie zusammengeschossen, aber egal. Hatten wir. Okay. Dann geht's weiter im Kontext. Irgendwo waren wir hier temporär entdeckt oder so. Oder lag es am Licht? Es lag, glaube ich, am Licht. Ja. Ja, Hundi. Wo geht's hier hin? Da gibt's komische Geräusche. Wow. Und? Na, komm her. Komm her, Schleimi. Ha! Ey, ey, ey. Lass mich doch mal nachladen. Wo ist er hin? Tot? Hund! Hund! Hund ist weg! Armer Hund. Mist. Mist. Na, komm her. Hau ab. Nein, hau dich ab, bleib hier. Wo läuft er hin?
Er kommt wieder. Ja, das ist gut. Wir kommen beide wieder. Das ist sehr gut. Das ist nicht gut. Ja. Nein. Hat's der hier hochgeschafft wieder oder wie hat der das gemacht? Das möchte ich gerne mal wissen. Wie hat der das geschafft? Okay. So. So, da wir die Türen nicht aufmachen können, tun wir das. Die sind ja alle runtergefallen. Clevererweise. Das heißt, wir müssen darüber. Sollte auch klappen. Warum liegen jetzt hier zwei? Oh. Och nee. Ja. Ja. Ist noch einer? Ja. Da unten. Lass den Hund in Ruhe. Jawohl. So, Leute. Ich denke mal, damit haben wir uns jetzt hier erstmal den Weg freigekämpft und wir schauen in der nächsten Folge, wie es hier weitergeht. Wir haben noch zwei Pumpen zu aktivieren. Aber dadurch, dass wir jetzt die Mayalogs hier fertig haben, hoffe ich mal, sollte es nicht mehr ganz so schlimm sein. Oh Gott, wir haben nicht mehr so viel Schuss. Ei, 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 ei. Dabei haben wir doch vorhin Munition eingesammelt. Wir werden schauen. Zur Not fahren wir dickes Geschütz auf. Der Repetierer ist auch noch da. Ja. Schauen wir in der nächsten Folge. Ich hoffe, ihr seid dann wieder mit dabei. Für diese Folge würde ich mir wünschen, dass ihr ja, Feedback hinterlasst. Würde mich freuen. In dem Sinne, bis zur nächsten Folge. Euer Firefox. Ciao.